Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir starten eine neue Aufnahmefolge heute. Wir werden mal einmal den Mist zur BGH bringen. Und dann werden wir uns den Anhänger schnappen für Holz und dann das Holz verscheuern. Mal gucken, welchen Holzanhänger gelassen habe. Gute Frage, ne? Wo ist das überhaupt, ne? Das habe ich jetzt hier nicht gesehen. War er sich versteckt? Oder ist er beim Holz? Könnte es sein, ne? Vermuten mal, dass er da hinten ist irgendwo. Ja, wir haben ein bisschen Arbeit. Wir haben ja kein Erntewetter, ne? Leider. Wir haben Regen. Vorhersage sogar Gewitter angesagt. So, und die Vorhersage für, sagen wir so, sieht für heute schlecht aus. Aber ab morgen wird es ein bisschen besser. Aber Trocknung ist nicht so dolle. So, und das heißt, die drei haben wir mal wirklich ein paar Stunden ernten können. Könnten. Also früh um 3 wird es ja nicht trocken, um 6 ja auch nicht. Also um 3 Stunden alles durchziehen, ne? Dann kommt wieder Regen. Grauslich. Wetter. Grauslich. Und dann kommt wieder Schnee und wieder Regen. Kriegen wir einen nassen Winter. So, den fahren wir wieder zum Mist. Ah, der Hänger müsste ja da vorne vor der Gerade stehen. Ah, jetzt weiß ich, wo das ist. Jo. Kann man nichts machen, ne, mit dem Wetter, ne? Ist ja halt so. Die Tiere sind versorgt, die wachsen und gedeihen. Die können ja einen Stall gehen zur Not, ne? Die haben einen Stall. Aber ich glaube, das hat keine Auswirkung bei den Tieren. Im Grunde wäre das gut, sagen wir nicht mehr, aber die Kälber, Quatsch, die, wenn man jetzt Schafe hätte, theoretisch, das wäre jetzt zeitiger Frühling, also der erste Tag, und die würden alle dann zur Welt kommen, und bei so einem Wetter wäre das schlecht, ne, für die Tiere wird schlecht. Aber da ist ja das Schäferprinzip schon mal, die haben ja dafür auch einen Stall und dann bleiben die halt im Stall, die Muttertiere, ne. Weil Verluste können die sich auch nicht leisten. So. So, ich hoffe, dass die Aufnahme auch besser läuft. Ich habe noch mal ein bisschen dran gedreht. Am Rad. Da ich mit 24.000 hochlade, Bit, mache ich die Aufnahme jetzt mit 30.000. Da ein bisschen weniger kommt, mal schauen. Ne? Vergleich testen können wir erst, wenn man hochgeladen ist. Aber ansonsten wird schon gehen. Ne? Ja, hier soll alles in der Produktion herkommen. Aber da muss ich sehen, wie am besten einebnen. Ne? Also da auf der Ebene geht schlecht. Ja. Muss ich schauen. Am besten geht, weil es hier so hügelig ist. Ne? So, mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt, ja, Aufladepunkt kann man nicht sehen, ne? Pad, Steuerung. Das ist im Abladen, ne? B ist im Autoladen, ne? B. Wo er auflädt, ne? Dass jemand die Stumpen noch stehen lassen, ne? Hinten ist schlecht. Position 2, achso, okay. 1. Abladen. B. Ich möchte ja vorne anfangen. Und soll aber nicht fahren beim Aufladen, ne?
Sonst fahren die alle da hinten. So, Nummer B. Euer Versuch. Deaktivieren, mehr B drücken und dann zurückfahren. Den Ball mitnehmen. Bisschen Geld verdienen mit Holz ist okay. Leider ist jetzt die Zeit dafür normalerweise nicht da gewesen. Da hätten wir jetzt die Ernte gemacht, so war es geplant. Raps und Weizen ist ja reif. Aber das Wetter macht mir noch Strich durch die Rechnung. Aber irgendwie wird es trotzdem gehen, ne? Kommen wir nicht höher? Den blöden Fuß da? So, stehen bleiben. Scheiße gefallen. Ja. Das ist das Problem beim Fahren und dann Aufladen, ne? Gut, dann mal deaktivieren. Den holen wir später ab. Den einen werden wir jetzt nicht die Seite wechseln. Die Aufladeseite. Den richtigen Weg finden, ne? Durch diese hohle Gasse und dann links vorbei. Mal sehen, was klappt. Hm, geht hinten, das ist auch okay. Das macht ja automatisch, ne? Hier könnte man die Seite wechseln. O und B. B deaktivieren. Und hier irgendwie wieder rauskommen. Das ist schwierig. Drüber fahren wird nichts. Müsste man. Normal aufladen. Geht nicht. Oder haben wir das nicht gewechselt? Nehmen wir hier vorne mit, ne? Das sieht schlecht aus. Da nicht ganz leer fahren, ne? L und B beladen enden, ne? Beladen ist gut mit B. Aber dann müsst ihr entladen mit E sein und nicht mit Y. Doch garantiert ein Engländer gemacht. Oder es kann auch natürlich auch sein, dass so viele Tasten belegt sind schon bei RS, dass man da wirklich die Tasten wirklich nur nutzen können, die auch frei sind, ne? Gibt's immer so viel vorgesehen sind. Da ist ja nicht viel Platz. Also wenn irgendeiner was macht, dann musst du schon schauen, dass du eine freie Taste erwischt. Also ganz schlecht. Ich hab's mal gemacht. Ich habe mal ein Lenkrad belegt, Blinker und so alles schön schnickknack, ne? Aber das Laden des Spiels dauert dadurch ewig länger. Obwohl Lenkrad ja eigentlich nicht dafür nicht vorgesehen ist, ne? Das ist ja nicht so kein LS-Lenkrad in Anführungszeichen, ne?
Das ist ja auf gut Deutsch. Das LS-Lenkrad ist ja im Grunde ja nicht, also nicht das Beste dafür, ne? So. Kriegen wir ein bisschen Geld hier. Gehen wir normal. Geht nicht. Oh, 400.000, ja, immerhin, ne? Könnte mir fast den Markt leisten, ne? Aber einmal noch Holz verkaufen, dann geht das. Zeit? 10 Minuten, ne? 10. Dreimal läuft? Dreimal läuft. Also diese Hügel geben mir jetzt um den Keks, ne? Da werde ich mal gleich mal gucken hier. Ein bisschen einplanieren. Ich glaube, das geht sogar ohne Land zu besitzen. So, gehen wir mal kurz da raus und da rein. Wenn wir hier ein bisschen planieren, ne? Denn hier geht es mal, wenn ich hier fahre, lege ich auf. So, anheben, absenken, angleichen. Angleichen ist mit der Maus. Das heißt hier... Um den Grün ein bisschen tiefer holen. Mal ein bisschen drehen. Immer wenn er hier rausfährt, ist es hier Anführungszeichen immer so. Modus ändern. Gucken wir mal, ein bisschen wieder Gras kriegen oder. Ja, ich mache ein Gras hier, ne? Bin ja nicht so, ne? Gut, hängt er am Zaun fest in einer Geschichte. Den kriegt er nun nicht weg. Könnte höchstens das Gelände höher machen, damit wir drüber fahren können. Aber das bringt dann auch nichts, ne? Und das sind da wieder ein kleiner Berg, okay. Ist ja nicht so schlimm. Aber die Kurve haben wir geschafft. Und hat auch nicht. Hat es nicht viel gekostet oder hat es viel gekostet? Ich weiß gar nicht jetzt genau. Muss ich mal selber in der Aufnahme schauen. So, das ist die Temperatur. Ja, das scheint zu helfen. Also ein bisschen weniger ist gut. Ja. Scheint. Dann ist ja gut. Die Temperatur ist auch im normalen Bereich. Nicht rot oder. Gelb zumindest, ne? Ups. Guck ich ein bisschen Wald hin und schon fahren wir irgendwo im Wald, ne? Da, Kühe. Das war ja auch so ein Ding, ne? Der war... Plötzlich alles grün, Straße zu, Kurzwegfahrzeuge konnten nicht fahren. So, hier müssen wir nach vorne, die Lieferung hier. Hab's noch mal früher gehabt, ob man das All, Hüll, T und Lot. Alt, links und T. Achso, ja, okay. So. Aber schön, dass überhaupt die Tasten da sind, wo man gucken kann, wo man das entsprechend. Sonst wirst du nie mit klarkommen mit neuen Fahrzeugen. Irgendwo hat man es ja im Kopf, aber. Gut, immer nach vorne das Holz, ne? Ja, wenn der nicht quer steht, kommt er nicht auf Langsam, ne?
Natürlich ist der LKW jetzt für den Waldboden nicht geeignet. Da wäre ein Traktor besser. Muss ich mal überlegen. Da anders ranzugehen. Die Bäume rausziehen zum Beispiel. Ne? Das sind schöne Schonnies, ne? Also richtige Zaunfehler, ne? Wer große Tiere hat, ne? Wäre aber echt großer Zaun. Lochgraben von Meter und dann mal wieder ausgucken lassen. Roger. B. So. Ich traue mich eigentlich auch noch zu zählen, dass er. Ich taste mir jetzt am besten Modus ran. Und das scheint es zur Zeit zu sein. Vielleicht auch lieber arbeiten mit schneller. Man weiß ja nie, ne? Na, Position 1. Ist ja noch Platz. Kann man nicht sehen, bei Numero Pet ist all Punkt Punkt Switch Pille 1. Und wie soll es heißen, soll keine Ahnung. Du mal so ein bisschen. Ja, ich kann nämlich kein Englisch. Oder dass es nicht Russisch ist. Wäre ja noch schlimmer. Andere Buchstaben. Sag ich nur. Ja, da sind zwei, drei Baumstumpen, ne? Das ist ungünstig, ne? Der eine ist schlecht gefallen. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Sag mal tschüss und wenn gewinnt, ciao, ciao. Ja, wir machen gleich weiter. Ja, wir verkaufen noch ein paar Fuhren Holz. Tschüss.